Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbanner und meinem Warlock. Ja, da muss auch noch gespielt werden. Schön Beutezüge machen. Lord Shacks Beutezüge dazu noch. Und ja, nicht vergessen, Power Level Futter ist aktiv. Eine saisonale Herausforderung findet hier auch statt. Deswegen ja, müsst ihr halt gucken, was ihr, wie ihr hinkriegt. Wie ihr das alles hinkriegt, sagen wir es mal so. Weil Eisenbanner ist zum Teil nicht gerade schön, sondern eher nervig. Und das wissen wir alle. Es ist einfach Westen kaputt, PvP. So, mal gucken, wie ich abschneide. Hier ist Eisenbanner Freelance. Es ist nicht der normale Eisenbanner, wo man gegen Clans antritt, sondern Freelance, also als einzelne Spieler. Ob das jetzt eine gute Sache ist oder nicht, wird sich herausstellen. Aber wie gesagt, es ist halt immer Kryptonit für mich. Wir sind auch gerade drei Leute gestorben hier direkt. Okay, ein paar Kills mache ich auch noch. Aber wie gesagt, es ist halt nicht schön hier, ist eher mehr anstrengend als irgendwas anderes. Man sieht hier, kriegt man ganz schnell auf den Sack. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass wir hier mal was hinkriegen, weil ich hatte bis jetzt Matches nur verloren. Nach und nach alles immer verkackt und mal verloren. War richtig über, richtig abgenervt, war sehr unschön. Nicht schießen. Nein. Crossplay habe ich glaube ich ausgemacht. Also ich spiele nur gegen Consoleros normalerweise. Das Problem ist hier leider auch, dass man hier schön cheaten kann mit Maus und Tastatur. ETC, ETC. Wissen wir ja alle, was hier abgeht. Und das ist doch ganz schön arg nervig. Naja. Aber wir kennen es nicht anders. Das ist Bungie im Moment. Bungie PvP ist halt, wie gesagt, komplett kaputt. Da ist nichts zu holen. Für Casual-Player wie mich. Das ist leider ärgerlich, aber es ist leider so. Und da kannst du halt nichts machen. Ist leider so. Wo war der? Hinter mir. Okay. So, nicht vergessen, Beutezüge ganz wichtig und natürlich die Quest. Wie gesagt, da bin ich natürlich auch gehandicapt. Die Quest will gespielt werden, muss gespielt werden. Ihr habt aber, wie gesagt, 6 Monate Zeit. Das heißt, in jedem Monat kommt einmal Eisenbanner. Das heißt, 6-mal Eisenbanner. Also eigentlich gar kein Problem. Eigentlich. Aber mal abwarten. Der Gegner beansprucht Zone A. So, das soll der Gegner auch mal ein bisschen was einnehmen. Das wird jetzt ein bisschen zu öde. Oh, geh weg. Alter. Ja, so schnell kann ich mich nicht drehen. Das geht mit Controller nicht. Keine Chance. Das funktioniert aber nicht. So, ich nehme jetzt mal keine Zonen ein, weil die sollen ein bisschen noch aufholen. Das Spiel nämlich gleich hier vorbei, wenn wir den Super noch fertig kriegen. Das ist auch ein Problem. Ne? Wenn ihr zu gut seid im Spiel, dann kriegt ihr eure Super nicht voll und dann steht ihr da doof und könnt keine Fähigkeiten-Kills machen. Ist halt nicht schön. Okay, 2 Kills gemacht, das ist ja schon mal okay. Kommen wir mit voran, kommen wir mit arbeiten. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen anstrengen. Zone B verloren. Oh. Okay, jetzt müssen wir hier wieder loslegen. Ne? Nicht, dass es hier wieder in die andere Richtung geht. Das wäre natürlich ein bisschen übel. Das habe ich auch schon mal gehabt, dachte so, ja gut, dann spielen wir mal ein bisschen passiv, damit das Spiel nicht sofort zu Ende ist, damit ich meine Supers mal kriege und so. Und was ist, die kriegen dann doch noch alles hin und machen alles kaputt. Das war natürlich etwas doof, wenn man es mal so. Aber ist halt so lang. Ich drehe mich meinen Kurs selber. Okay. Du hast Zone B erobert. Ihr den Zonenvorteil. Eieiei. Was das jetzt sollte von ihm, weiß ich nicht, aber hat nicht funktioniert. Sehr schön. Schwein gehabt. Ja, es geht ja nichts über die Beutezüge, ne? Nichts geht über die Beutezüge. Zone C verloren. Wo sind sie denn da? Zone A erobert. Du hast den Zonenvorteil. Oh. Ja, was soll ich da denn machen, ey? Krieg ich alle super abgezielt? Ja, ich probiere halt immer, meine Super so voll zu kriegen, dass ich die mindestens zweimal einsetzen kann. Dazu müsst ihr natürlich euer Intellekt hochsetzen. Da ich jetzt gerade Quest spiele, spiele ich gerade halt nicht mit Power Level Nachteil, sondern Vorteil. Also ich mache Maximum Power Level, habe ich drinne. Mehr nicht. Nein!
Das heißt, mehr kriege ich mir immer aus meinem Schein nicht raus. Wie gesagt, wenn ich nachher die Quest durch habe, spiele ich dann aber so, dass ich mein Power-Level wieder runterziehe, dann geht es ein bisschen schneller. Zwar nicht extrem schneller, da kriegt ihr aber halt ab und zu pro Kill dann 2%, nicht nur 1%. Das ist ja auch eine blöde Sache. Och man, ist jetzt nicht verreckt, auch man. Gegner hat Zone C beansprucht. Noch 5 Minuten. Eine solide Taktik bis jetzt. Ihr seid mit einigen Char spiele ich ja gerne und gut und mit einigen ist es halt Kryptonit. Zone B erobert. Da hab ich Schwein gehabt. Da, ich habe auch nichts weiter groß euch eingestellt in der Rüstung. Das ist alles so eingestellt, dass ich PvP spielen kann. Alles andere ist nicht eingestellt. Leider. Das sehen wir dann gleich noch. So, mein zweiter Super ist auch wieder ready, das ist schon mal gut. Hoffe ich zumindest wieder. Ich kann mit der Super eigentlich gar nicht richtig umgehen, so zu sein. Zone C erobert. Jetzt bist du der Wolf. Beende die Jagd. Shit. Hier zu wenig Kills. Oh, da war doch noch einer. Aber fliegen kann ich mit. Da kommt er angeschwebt. Oben, Stimmi, mach weiter Druck. Es ist fast vorbei. Es ist zu Ende. Oh. So, wir haben gewonnen. Das lassen wir aber so stehen. Das Match war so okay. Würde ich sagen. Ja, Fähigkeitskills waren auch okay. Habe ich irgendwie hingekriegt. War jetzt nicht weltbewegendes gewonnen. Match hier oder irgendwas. Ne? Aber war okay. So, wird er noch gegrillt? Nur wenige hätten dies besser Nein, gemacht. Natürlich nicht. Schade aber auch. Ja, das war jetzt mein PvP-Match mit dem Warlock. Hab ein bisschen wieder was erzählt. So sieht die Statistik aus. Dieses Mal sogar ganz gut. Bin ich mit zufrieden. Wie gesagt, Tapferkeitspunkte sind übrigens auch erhöht. Das ist auch eine wichtige Geschichte, dass die Tapferkeitspunkte erhöht sind. Das heißt, ihr könnt halt schnell Hegemonie, den Raketenwerfer, freispielen oder Checks. Das ist, ich glaube, ich brauche noch ein Level. Dann habe ich den freigeschaltet. Mal gucken, wie der ist, weil da sind ja alle hinterher. Das ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, diese Woche ist auf jeden Fall wirklich wichtig, dass sie halt PvP spielt, um halt, wie gesagt, den Spitzenausrüstungsloot zu kriegen, hier aus den Beutezügen hier, wie gesagt. Und natürlich nicht vergessen, dass hier eine Herausforderung ist, einmal hier mit verbunden, hier strebendes, hier, Eisen schärft Eisen, das gehört auch dazu, wie gesagt. Und natürlich, wie gesagt, die Quest wird auch gespielt werden. Und da kriegt ihr natürlich auch noch Loot. Und wenn ihr dann durch ist, beim Titan habe ich beim ersten Chance alles fertig. Da habe ich natürlich vorher die Waffen rüber transferiert und dann muss man halt eben so peu à peu weitermachen. Ja, das war jetzt mein Char. Wie gesagt, ich habe jetzt hier nichts mit tollen Sachen gespielt oder so, weil ich habe alles so eingestellt, dass das eigentlich für PvE ist und nicht für PvP. Und deswegen sieht es im Moment bei mir halt so aus. Aber wie gesagt, mit Ecolos MP kann man sehr gut spielen, finde ich zumindest. Die zieht ordentlich, zumindest so wie ich es eingestellt habe, was ich hier drauf habe. Das ist schon ganz nett. Das funktioniert schon ganz gut mit der Seraph, mit der Ecolos meine ich, und mit den Seraph-Waffe, so würde ich das sagen. Das ist schon ganz okay. Ja, sonst probiert euer Glück. Wie gesagt, diese Woche, es nervt zwar, wie gesagt, aber mal funktioniert es auch, dass ein gutes Match dabei rauskommt. Danke fürs Zusehen, reingehauen, danke für den Support und tschüss.